Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. In diesem Video erhaltet ihr einen kleinen Einblick, wie unsere vorgegebenen Trainingspläne gestaltet sind, damit euch die Entscheidung für einen der Pläne leichter fällt. Ihr seht hier die Übungen, die im zweiten fortgeschrittenen Trainingsplan enthalten sind. In diesem Plan sind die effektivsten weiterführenden Körpergewichtsübungen enthalten. Dazu zählen unter anderem Pseudo-Planche-Push-Ups, Archer-Pull-Ups, Toes-to-the-Bar, Pistol-Squats und einige andere. Für einige Übungen wurden optionale Auswahlmöglichkeiten eingebaut, um verschiedene Interessen zu bedienen. Außerdem erhaltet ihr Hinweise zu Erwärmung und Cooldown. Um nach diesem Plan trainieren zu können, braucht ihr eine Klimmzugstange und einen Barren oder ein paar Ringe und eventuell ein oder zwei Resistance Bänder. In der Beschreibung findet ihr die Links dazu. Der Plan ist in drei verschiedene Übungstage eingeteilt mit 4 Trainingseinheiten pro Woche und bietet 2 Optionen zum Trainingsaufbau mit 21 bzw. 24 Trainingstagen in 6 Wochen. Der fortgeschrittenen Trainingsplan enthält ein Supersatztraining, mit dem ihr euch schön auspowern könnt und nebenbei in kurzer Zeit sehr effizient den ganzen Körper trainiert. Alle Übungen des Plans können online in Videos angesehen werden. Diese Videos zeigen die korrekte Ausführung der Übungen und geben verschiedene zu beachtende Hinweise. Auch dieser Plan enthält Steigerungsmöglichkeiten, die sich an das jeweilige Trainingsniveau anpassen. Dieser Plan ist für jeden geeignet, der mindestens die Basics aus dem ersten fortgeschrittenen Trainingsplan schafft und zusätzlich 20 Sekunden L-Sit halten kann, 8 Skin the Cat, 15 Straight Bar Dips und 3 Typewriter Pull-Ups schafft. Falls ihr dennoch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit per E-Mail an uns wenden. Wir versuchen eure Fragen zeitnah zu beantworten. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei der Auswahl eines Trainingsplans und viel Erfolg mit der Durchführung.